mal mit dazu gleich eher 5 Disqualifikation, aber wie gesagt, in einem Bewerb ist er noch im Einsatz. Janina Falk über 100 Meter Rücken im Schwimmbecken 14. geworden, Andreas Ehrenhofer über 50 Meter Freistil 15. und beim Radfahren im Mixed Team Relay Egger, Frühwirth und Ablinger mit dem guten 9. Platz gelandet. Bill Marinkovic wird beim Diskuswurf 5. und der ist dann auch später bei uns Livegast gemeinsam mit Natalia Eder. Das heißt, wir werfen einen Blick auf den Medaillenspiegel und sehen, wir haben unverändert 9 Medaillen, die glänzen. Heute ist somit keine neue dazugekommen. Das gibt uns aber die Möglichkeit, eine Medaillenfeier nachzuholen. Und zwar jene von Alex Gritsch, der 2-mal Bronze erreichen konnte. Und darauf freue ich mich schon wirklich sehr. So, mittlerweile habe ich auf unserer Couch Platz genommen und wie ich sehe, ist der Alex auch schon aus dem Cycling Village zugeschalten. Servus Alex, du kannst mich sehen und hören? Wunderbar, servus Markus, hallo, grüß dich. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und das glänzt richtig schön, das Bronze mal 2 um deinen Hals. Wie fühlt sich der Herr heute? Er fühlt sich noch müde, aber ja... Sonst fühle ich mich super gut. Also, du Alex, du ja. Kennst es ja, unsere Medaillenfeiern, die starten immer im Paralympic Village. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen einfach mal ganz kurz, was dort gerade so los ist. Gerne. Also ich sehe zwar jetzt gerade nichts, aber ich höre einiges. Ja, bist du narrisch. Absolute Feierstimmung. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir dem auch Genüge getan, weil ich finde es immer super, wenn im Paralympic Village alles losstartet. Schauen wir uns einfach einmal gemeinsam so ein paar Eindrücke aus deinem Rennen an, weil da haben natürlich ganz, ganz viele deiner Fans mitgefilmt und das wollen wir uns jetzt auch noch schnell anschauen. Hopp, hopp, hopp! Läuft es mal kalt den Rücken. Das glaube ich. Du bist ja sowas wie der Überraschungsmann für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es haben zwar alle gesagt, du hast tolle Leistungen erbracht im Vorfeld, aber es sind deine ersten Paralympischen Spiele und dann gleich 2-mal Bronze abräumen, Hut ab. Was war schlussendlich ausschlaggebend? Das harte Training zu Hause. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe mich gut gefühlt. Ich habe gewusst, vielleicht geht was. Also beim Zeitfahren habe ich mir gedacht, ja, könnte es klappen. Beim Straßenrennen hab ich mir jetzt selber nicht auf den Schirm gehabt, aber dass es so läuft, ja, unglaublich. Aber, ja. Wir haben ja nach der ersten Bronzemedaille miteinander gesprochen und da hast du schon gesagt, du gehst jetzt mit breiter Brust ins nächste Rennen und irgendwie hast du zum Tom gesagt, ja, also wenn du vor mir auf Silber bist, ich schaue, dass ich hinten dicht mache und da kommt dann keiner mehr dran vorbei. Wir haben das beide irgendwie mit einem Smile zur Kenntnis genommen und einen Tag später ist genauso umgesetzt worden. Geil, oder? Keiner vorbeikommen, Tom 2. geworden, ich 3. Ja, unterschreibe ich gleich für Paris weiter. Wie viel positive Energie nimmst du von diesen Paralympischen Spielen mit nach Hause? Ja, unglaublich viele. Also wie gesagt, die Eindrücke, die Leute sind super nett, feiern und an. Das,
das kenne ich nicht oder kannte ich noch nicht. Und ja, unbeschreiblich, also wirklich ganz eine tolle Atmosphäre, ganz, bin mega happy, dass ich da dabei sein durfte und darf. Das braucht ja sehr, sehr viel harte Arbeit. Ja, auf dem Level, auf dem ihr euch alle hier bewegt, das ist ja nichts, wo ich sage, ich kann so nebenbei das machen, sondern das ist richtiger Profisport, das ist richtig harte Arbeit. Und ich glaube, wenn man dann belohnt wird dafür, dann ist es wahrscheinlich auch noch diese extra Motivation, um vielleicht jetzt schon in Richtung Paris ein bisschen zu blicken, oder? Das stimmt auf jeden Fall, ja. Die Arbeit ist sehr hart. Ja, Paris ist noch 3 Jahre, kann noch viel passieren. Aber ja, Motivation ist auf 100%. Geht einmal, glaube ich, nicht runter die nächsten paar Jahre. Du merkst eh schon ein bisschen, was ich dir entlocken will. Also werden wir den Alex Gritsch in Paris zu sehen bekommen? Ist es zumindest ein Ziel von dir, dich für diese Paralympischen Spiele zu qualifizieren? Auf jeden Fall, Paris ist noch ein Ziel. Und danach habe ich auch mit meinem Manager und mit meinem Trainer geredet. Danach ist Schluss. Zumindest auf diesem Level. Dann bei E-Biker oder sowas. Keine Ahnung. Da können wir ja dann noch drüber reden, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Ziel, vor allem wenn man gesehen hat, wie toll es jetzt in Tokio war und wir hoffen natürlich alle, dass das dann vor vollen Rängen passiert, wenn wir Paris mit den Paralympischen Spielen in Angriff nehmen. Du hast diese Emotionen jetzt aus dem Paralympischen Haus gesehen und diese Freude, die das ganze österreichische Team hat an deinen beiden Medaillen. Es gibt dann noch ein paar Menschen, die sich ebenfalls sehr gefreut haben und ich schlage vor, wir schauen uns das gemeinsam mal an, was wir so an Grußbotschaften reinbekommen haben. Hallo Schatzi, das Ganze ist viel mehr wie ein Sport und das freut mich von ganzem Herzen, dass du das erleben darfst. Und jetzt kommt ein Bruchteil von den Leuten, die was sich in Haxen ausgefreut mit dir. Alex, es ist ein bisschen komisch vor der Kamera oder so, aber ich bin so stolz auf dich und eigentlich alle und dass du das so überhaupt durchgezogen hast. Boah, ich kann das gar nicht anders sagen, was gar nicht wieder sagen soll und ja, voll geil, voll stark. Alexander, ich wünsche dir alles, alles Gute. Du hast brav gearbeitet, die Vorarbeiten waren wunderbar, du hast deinen Geist und das Ziel erreicht. Danke dir auf alle Fälle. Hallo Alex, ich melde mich da von der Serles, dem Altar Tirols, weil ich dir auch ganz herzlich zu deinen Medaillen gratulieren möchte. Super Alex, ich gratuliere dir zur doppelten Olympiamedaille. Hallo Alex, wir sind mega stolz auf die Gratulation zu den 2 Medaillen, wir feiern die. Hallo, Hut ab von deiner Leistung. Super Alex, hast du das gemacht? Das Training hat sich rentiert. Hallo Alex, wir gratulieren dir. Du bist spitze und alle jetzt. Yay! Hey Kumpel, was für eine Leistung. 2 Medaillen, unglaublich. Ich freue mich voll für dich. Alex, Gratulation für deine Medaillen und für die supergeilen Interviews. Hallo Alex, wir haben immer schon gewusst, dass du ganz super bist. Aber dass du so super bist und 2 Bronzemedaillen für Tirol und Österreich holst, ist echt gewaltig. Super Leistung. Wir sind stolz auf dich. Bis bald, dann trink mal eins. Alles, wir sind ganz, ganz, ganz stolz auf dich. Super. Muss man nicht viel dazu sagen? Kann ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich bin sehr, sehr gerührt, wirklich. Also, puh. Wunderschöne Bilder und ich glaube, ja, das ist genau das, worum es geht hier bei den Paralympischen Spielen. Eine letzte Frage noch, Alex. Du bekommst natürlich die Videos von uns zur Verfügung gestellt, weil die sind schon stark gekürzt, ja, weil so viel reingekommen ist, weil sich so viele Menschen mit dir gefreut haben. Du warst hier im Cycling Village. Das Paralympische Dorf, hast du das in irgendeiner Form auch gesehen oder kennengelernt? Nur laut Fotos habe ich es gesehen. Die Öffnungsfeier habe ich leider ja, sausen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der lange Flug, die lange Wartezeit am Flughafen, was mich dann doch sehr gereut hat, dass ich das nicht besucht habe. Ja, Paris dann.
Oh, ich wollte gerade sagen, umso mehr ein Grund, in Paris dabei zu sein. Und es war ganz sicher die richtige Entscheidung, weil du warst dadurch top vorbereitet für deine Rennen. Du hast 2 Bronzemedaillen geholt. Noch einmal ganz, ganz herzliche Gratulation aus Österreich. Und wir zeigen dir und unseren Zusehern jetzt ein paar Einblicke ins paralympische Dorf. Mit dem darf ich mich von dir verabschieden. Und wir genießen ganz einfach gemeinsam die Bilder und freuen uns schon auf deine Rückkehr nach Österreich. Gratulation nochmal und schöne Grüße nach Tokio. Vielen Dank. Sieht es also aus im paralympischen Dorf, und eine Dame, die sich dort besonders gut auskennt, das ist die Julia Wenninger. Ich hoffe, sie ist jetzt live zugeschaltet. Jawohl, servus Julia. Du bist Chef de Mission oder Chef de Mission oder Chief of Mission. Was genau ist denn das bitte? Chef de Mission heißt, dass ich im Dorf für das gesamte Team verantwortlich bin, dass alles passt, dass für die Athleten alles passt, dass für die Betreuer alles passt. Wenn sie Fragen haben, wenn sie Wünsche haben, wenn sie Anregungen haben, bin ich für sie da, und ich bin die Schnittstelle zum Organisationskomitee, zur Not auch zum Internationalen Paralympischen Komitee, wenn irgendwelche Notwendigkeiten bestehen, und einfach jeden zweiten Tag beschäftigte Mission-Meetings in der Früh, wo Fragen gestellt werden können und wo vom Internationalen Paralympischen Komitee und vom Organisationskomitee Informationen an uns herangetragen werden, die notwendig sind für unsere tägliche Arbeit. Das heißt, du ziehst klassisch die Fäden im Hintergrund, und je weniger man von dir mitbekommt, desto besser funktioniert alles. So ist es, genau. Das finde ich sehr schön, und können wir dich einmal kurz vor den Vorhang holen, denn ich gehe mal davon aus, es wird nicht viele geben, die sich besser auskennen vor Ort, als das bei dir der Fall ist. Kannst du uns einmal ganz kurz eine Behind-the-Scenes-Beschreibung geben? Was ist denn so aus deiner Sicht das Spannende am paralympischen Dorf? Wie gesagt, die Tage sind niemals gleich. Jeder zweite Tag beginnt mit einem Chef-de-Mission-Meeting. Ansonsten im paralympischen Dorf tut sich sehr viel. Alle Nationen sind vertreten. Die Häuser sind geschmückt mit den Fahnen, damit man weiß, wer wo wohnt. Es gibt das Village Plaza, wo es einen Friseur gibt, wo es eine Post gibt, eine Bank gibt es. Es gibt den Samsung Store, wo die Athletinnen und Athleten alle ein gebrandetes Handy bekommen haben. Es gibt einen riesen Merchandise-Store. Ansonsten im Dorf selbst wird man reichlich beschenkt von Volunteers. Einerseits, wenn man seine Wäsche abgibt, die man täglich abgeben kann, bekommt man zum Beispiel Geschenke, die man sich dann zu Hause aufhängen kann. Eine in dieser Form oder auch in dieser Form. Geil. Wir haben vorgestern eine Box gegeben bekommen mit Kondomen, Sushi oder Fuji kann man sich ausbuchen. Dann haben wir schon alkoholfreies, gebrandetes Bier, natürlich nur alkoholfrei. Hier habe ich noch vor mir beim Somaite stehen eine Vase, die man falten kann und Wasser reingeben kann, mit einem Geschenk von Kirschblüten. Ansonsten erfreut mich in meiner Arbeit immer noch Geschenke, die ich von Athletinnen und Athleten bekomme. Das ist zum Beispiel ein Tennisball vom Nico Langmann, signiert. Herrlich. Oder auch von einem unserer Volunteers, Matcha KitKat. Das sind tolle Sachen. Und was auch immer ein Highlight ist für alle, die hier im Dorf wohnen, ist die Decken, die man mit nach Hause nehmen darf. Jeder, der ein Bett hier im Dorf hat, bekommt eine Bettdecke, die gebrandet ist mit Tokio 2020. Oh, falsche Richtung. So. Und das ist immer das Highlight, mitzunehmen. Gestern habe ich dann aufgrund der Corona-Pandemie haben wir viele Aufgaben zu tun, die eben die Tests betrifft und die Eingaben im System mit den Gesundheitsinformationen und sämtlichen Details. Und da wurden wir sehr gelobt, dass wir eine sehr vorbildliche Nation sind. Und ich habe eine Kopfbedeckung geschenkt bekommen, die ich gerne dir überreichen würde, weil ich glaube, es wird Zeit für eine neue. Und du kannst dich damit dann schon auf Paris einstimmen.
Auf Weltklasse. Gefällt mir richtig, richtig gut. Da freue ich mich schon sehr, wenn du wieder zurück bist. Julia, vielen Dank für diesen Einblick behind the scenes vom Paralympischen Dorf. Hast du dazwischen auch einmal Zeit gehabt, zum Beispiel ins Olympic Stadium zu gehen und ein bisschen unseren Athletinnen und Athleten zuzuschauen? Ich war zweimal im Olympiastadion, eigentlich dreimal. Ich war bei der Eröffnungsfeier dort. Ich darf immer mit einmarschieren, was für mich eigentlich der emotionalste Moment ist. Da werde ich immer ein bisschen wehmütig, weil es dann wirklich losgeht und so ein bisschen auch momentan schon die Anspannung abfällt, weil man weiß, okay, jetzt sind die Athleten dran. Alle sind akkreditiert, alle sind da, es kann losgehen, oder? Genau. Und dann war ich heute beim Bill und vor ein paar Tagen bei der Natalia und habe mitgefiebert und es ist wirklich wunderbar, wenn man in dem Stadion sitzt, was da für eine Stimmung ist, auch wenn sehr wenige Zuschauer sind, aber es ist ein Highlight. Das sehe ich ganz genauso und deshalb schauen wir uns gleich ein paar Bilder vom Olympic Stadium an. Und weil du Bill und Natalia erwähnt hast, die werden wir dann nachher gleich live begrüßen können und darauf freue ich mich auch schon sehr. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir sehen uns demnächst in Österreich, hoffentlich im virtuellen Österreichhaus, dass du auch nochmal einen Sprung vorbeischaust. Und ja, alles Gute, dass weiterhin alles so reibungslos abläuft wie bisher. Danke, danke. Bis bald. Baba. Bill und Natalia, unser Power-Duo aus der Leichtathletik, jetzt live aus Tokio. Ich hoffe, ihr könnt mich schon hören. Ja, wir hören dich. Hören wir gut. Hallo. Wie geht's? Hallo, guten Abend. Wie geht's euch so? Ich weiß, dass immer, wenn ihr in Kombination auftretet, dass es immer gute Stimmung garantiert ist. Fühlt euch wohl bei uns im Paralympischen Dorf bzw. im virtuellen Österreichhaus? Ich fühle mich wohl, aber ist schon ein bisschen zu lang. Ich will schon gerne nach Hause. Okay, aber morgen heißt es noch einmal Vollgas geben beim Kugelstoßen. Ja, genau. Schauen wir mal. Ich gebe mein Bestes, gebe alles und schauen wir, was passiert. Du, Bill, du warst ja heute bei strömenden Regen im Einsatz. Ist es sich schon ausgegangen, dass du dich komplett trocken gerubbelt hast? Weil irgendwie hat man das Gefühl gehabt, da ist man für die nächsten 3 Tage dann pudelnass. Ich war sehr nass, ich war sehr aufgeregt, aber jetzt alles sind hinter mir, wie gesagt. Ich bin ein bisschen, leider ein bisschen enttäuscht. Es könnte ein Platz mehr sein in meiner Karriere, aber ich bin ja noch jung, ich will noch weitermachen, auf jeden Fall noch. Das ist einmal schön zu hören. Ich meine, ein 5. Platz, come on. Also du kämpfst da gegen die Weltspitze. Du hast super Leistungen erbracht. 2016 war es der 4. Jetzt in Tokio 2020 ist es der 5. Platz. Du bist da voll dabei. Und wie wir alle wissen, geht es ja da um sehr viele Kleinigkeiten. Heute sagen wir einfach einmal, haben die Regentropfen die Diskoscheibe ein bisschen runterdrückt? Nicht nur die Diskoscheibe, sondern es war der Diskusreis. Der war die Sorge Nummer 1, weil der war rutschig und ich habe immerhin den Europameister geschlagen, den Vize-Europa und 2 weltweite Athleten habe ich auch geschlagen. Also das ist nicht ohne, weil es sind auch viele Blinde, die sind auch gestürzt und ich habe schon dafür gesorgt und man hat auch gesehen, also, dass ich doch eine stabile Technik habe. Ne? Das, glaube ich, das wissen wir schon lange. Du bist ja schon seit vielen Jahren dabei. Mein Gold 2004, Bronze 2012. Ich meine, 2004, das war noch beim Speerwurf. Aber du bist absolute Weltspitze. 4-mal Vize-Weltmeister im Diskuswurf. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und das Wichtigste für mich war ja eigentlich die Antwort zu hören, dass du noch einmal drauf bleibst und auch in Paris dann hoffentlich wieder zum Einsatz kommst und wer weiß, vielleicht geht es sich da dann auch mit der Medaille aus. Warum nicht? Du, möglich ist alles im Sport. Im Sport ist alles möglich und ich wünsche es mir, dass ich doch wirklich, also wichtig ist einmal gesund bleiben. Absolut. Das ist das Wichtigste. Jo, und ich brauche lange so einen Sportkollegen. Darum, der muss noch weitermachen. Das ist die, weil die Natalia. Danke, liebe Natalia. Ich freue mich immer. Die ist noch viele Jahre.
Tokio bei dir, Natalia, weil du es gerade angesprochen hast, ein ähnliches Schicksal, super Leistung gebracht im Speerwurf und dann gerade um das an der Medaille dann vorbeigeschrammt, ein vierter Platz, super Leistung, aber hoffentlich auch für dich eine Motivation, um dann in Paris noch einmal auf die Medaillen loszugehen, oder? Genau so ist. Natürlich, ich war ein bisschen enttäuscht, eben dieser Tag vom Wettkampf war, aber noch kommt, wenn ich denke weiter über die ganze, alle Würfe, wer hat da was geworfen, dann bin ich froh und ich auch und stolz, was bei der Paralympischen Spiele trotzdem noch so gute Leistungen bringen. Das ist auch nicht so ohne. Und die Saison ist weiter, Natalia, der Wahnsinn. Ja. Das ist eine super Saison, ich weiß nicht. Dann muss man froh sein, was meine Nerven kann ich noch trotzdem noch im Griff haben. Ja, das ist oft so eine Sache, aber ich meine dreimal Seasonal Best, ne? Also die Hälfte deiner Würfel waren ein Seasonal Best, also ich glaube vom Timing und von der Vorbereitung kann man wirklich nur gratulieren und auf dem Level, der hier performt wird bei den Paralympischen Spielen, ich meine, das hat es in dieser Form aus meiner Sicht noch nie gegeben, also man sieht wirklich in allen Bereichen und in allen Bewerben, die hier stattfinden, dass einfach das Niveau von Jahr zu Jahr und von Paralympischen Spielen wird immer stärker und immer höher. Wird immer schlimmer. Immer schlimmer. Für uns Athleten ist wirklich so, das wird immer schwieriger, so hohem Niveau zu halten, weil, so wie gesagt, wir kommen junge und ja, und das ist der Sport, das weiß das nicht. Es ist immer, jedes Jahr, immer eine große Überraschung, was da kommt raus. Jetzt, immer von neuen Athleten, jungen Athleten, weil die kommen schon ziemlich, die haben schon ziemlich hohem Niveau. Absolut, und das ist ja eigentlich auch sehr positiv, wenn man sieht, dass die Jugend jetzt immer wieder nachkommt. Genauso cool ist es aber auch, wenn dann die ein bisschen routinierteren Athletinnen und Athleten wie ihr zwei zum Beispiel immer noch zeigen können, hey, ja, ihr müsst erst einmal an uns vorbei, bevor es soweit ist. Jetzt hast du ja morgen das Kugelstoßen noch am Programm und ich habe gehört, du bereitest dich ganz gern auch im Winter darauf vor, weil du irrsinnig gerne Schneeballschlachten hast. Hast du zu einer Schneeballschlacht schon einmal den Bill eingeladen? Ja, aber viel noch nicht. Ich muss überlegen, wie soll das funktionieren. Naja, solange ich dich schreien höre, erwische ich dich. Ach, dann muss ich leise sein. Dann ist ein Problem, ja. Ja, vor allem der Bill wird ja dann ganz eigene Technik haben, nehme ich an, der wird sich dann so drehen, bevor er den Schneeball wirft und da muss man dann wahrscheinlich schnell ausweichen, genau. Nein, du, als Ex-Speerwerfer habe ich das noch in mich drin, also das geht noch. da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Jetzt, Schlagball werfen, da war ich gut. Bill, jetzt meine nächste Frage an dich. Du bist erst relativ spät in den Wettkampf eingestiegen. Siehst du das eher als Vorteil oder als Nachteil, wenn man dann schon sieht, wie viele Bewerbe die anderen hinter sich gebracht haben und dieses Gefühl, ich will jetzt dann selber auch schon mal zuschlagen und es dauert und dauert und dauert und man muss dann eigentlich relativ lang warten oder ist es irgendwie cool, wenn man sich länger akklimatisieren kann? So, erstens, es war cool, dass ich mich klimatisiert habe, das hat mich gar nicht gestört, aber was jetzt schlussendlich scheiße war, also es ist zwar negativ, aber ist der Regen. Der hat mich dann aus der Koordination rausgebracht. Und das war für mich sehr schwierig und das hat gezeigt auch fit wie die anderen Athleten. Also die haben sich alle schwer getan. Bis auf die ersten drei Platzierten. Weil, wie gesagt, da gibt es wiederum andere, würde ich jetzt sagen, andere Klassen. Ist wiederum eine andere Klasse höher in meiner Klasse jetzt. Weil wir jetzt die später Bringenden oder die Geburtsblinden, wir haben uns das erarbeitet über Jahre lang. Wenn ich jetzt vergleiche, ich war schon in Sydney dabei bei meinen ersten Spielen und da war ich Fünfter. Und wenn ich jetzt vergleiche, jetzt bin ich trotz jahrelanger Erfahrung und Training, jetzt bin ich schon bei den 6. Paralympischen Spielen und bin noch immer zwischen Platz 1 und Platz 5, also da bin ich richtig happy drüber. Also ich sag, und dann komme ich jetzt daher, es kann sein, dass jetzt nächstes Jahr oder in 2 Jahren wiederum noch andere Gegner herkommen für Paris, von irgendwo aus der Welt, die aus dem nicht behinderten Sport vielleicht kommen und
durch Unfälle blind erblinden und die haben ja noch den Ablauf vom Diskuswurf. Und das heißt, es ist nicht leichter, die brauchen nur auf den Stand und hauen gleich einen 40 Meter her. Ne? Aber wie gesagt, das sind dann Spezialisten. Ne? Und so wie es bei uns jetzt sind, die ersten drei Plätze, das sind Spezialisten. Absolut. Also da muss man wirklich sagen, es ist die Leistung dann noch höher einzuschätzen, die ihr hier über die vielen Jahre erbracht habt. Und umso mehr freuen wir uns, dass du diese Challenge auch in Angriff nimmst und sagst, okay, ich versuche und werde bei den nächsten Paralympischen Spielen dann wieder dabei sein. Natalia, also entschuldige, bitte. Das auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Das können wir eh nicht oft genug hören. Also da freuen wir uns schon drauf. Natalia, bei dir ist so, wir wissen alle, der Speerwurf, das ist deine Lieblingsdisziplin. Jetzt hast du dich unglaublich entwickelt in den letzten Jahren mit dem Kugelstoßen. Das ist ja eine Sache, die mehr oder weniger neu dazugekommen ist. Wie sehr freust du dich auf den morgigen Bewerb und wo würdest du dich da einordnen? Wie siehst du deine Chancen? Ja, ich freue mich sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn ich komme ins Finale und kann mich da ein bisschen noch kämpfen. Schauen wir mal. Alles möglich, Konkurrenten sehr, sehr, sehr stark, aber so wie ich sage, ich bin Kämpferin und ich gebe so leicht nicht auf. Und mein Betreuer, der hilft mir, das weiß ich, und wir machen es sicher gut. Und ich bedanke mich herzlich für Gerhard Mayer, der super betreut mich und bringt wirklich, sagt ruhig bleiben. Und das ist, ich glaube, für Athleten ganz, ganz wichtig. Und natürlich möchte ich noch bedanken bei der Elisabeth Eberl, bei Trainerin, die was hat Geduld mit mir, weil ich glaube, ich bin nicht einfache Athlet. Ich bin sicher. Kleine Zicke bin ich. Ich weiß, Natalia, wir sind schwierige Athleten. Wir sind überhaupt schwierige Athleten. Aber wie gesagt, auch ich möchte mich bedanken, Natalia, also an allen Trainers, Sponsoren, also dass der Herrensport auf jeden Fall sehr wichtig ist, das Bundesministerium, das, der ÖPC, der ÖBSV, mein Verein, der NÖSV, Markus Draxler, die Hilfsgemeinschaft, also alle, die Sporthilfe, die uns unterstützt haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Genau so ist es, genau so ist es. Das ist die Unterstützung, was wir sagen, ohne diese Unterstützung waren wir nicht da, wo sind wir jetzt. Und das ist sehr schön zu hören, weil es irgendwo zeigt, wie viele Menschen gemeinsam hier an einem Strang ziehen und dass das eigentlich immer ein Team-Effort ist, damit wir so Weltklasse-Athletinnen und Athleten wie euch bei den Paralympischen Spielen haben, die dann die rot-weiß-roten Farben vertreten. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Natalia, wir drücken dir ganz fest die Daumen für den morgigen Bewerb. Bill, wir freuen uns, dass wir gehört haben von dir, dass du auch wieder in Paris angreifen wirst. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch einen sehr, sehr schönen Abend und alles Gute für das, was da noch kommt. Und sage noch ganz liebe Grüße nach Tokio. Bis bald. Auch wir schöne liebe Grüße nach Österreich. Dankeschön, danke. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ausblick für morgen. Wer ist alle im Einsatz? Natürlich Natalia Eder, wie wir soeben gehört und gesehen haben, und zwar beim Kugelstoßen. Yvonne Marcinke beim Radstraßenrennen. Dann bei den Schwimmbewerben Andi Onea über 100 Meter Butterfly. Andi Ehrenhofer über 50 Meter Rücken. Und Mandy Swoboda beim Kanubewerb im Semifinale. Außerdem kommt Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler zu uns. Also unbedingt wieder einschalten, so wie jeden Abend um 19 Uhr, der Paralympic Report live aus Tokio und Wien.